Jackie und ich fahren heute nach Berlin. Und wir bleiben von Montag bis Freitag. Und ja, das hole ich ein bisschen mit. Also, wir sind jetzt gerade in unserem Hostel angekommen und ich mache jetzt eine Roomtour von unserem Apartment. Wir haben hier ein eigenes Bad, Klo, Dusche. Dann haben wir jetzt sogar einen eigenen Gang. Und dann haben wir so ein Sessel und hier ein Bett und das Fenster, Schrank. Ja, genau. Das war's dann auch schon. So, zum ersten Mal in einem Carsharing-Car an diesem. Ja. Leute. Liebe Grüße von der Schaukel. Ja, also wir sind gerade geschaukelt. It was a lot of fun. Ja, und jetzt warten wir auf Sascha und dann gehen wir wahrscheinlich skaten oder so. Also Leute, wir sind gerade bei unserem Stammburger-Laden. Das ist jetzt das zweite Mal, dass wir hier sind. Und ja, wir haben gerade mit Sascha gechillt und jetzt müssen wir essen. Hey Leute, wir sind gerade in dem Park. Wir essen gerade. Becky, essen. Ciao, den wunderschönen Platz, wo wir sind. Wow. Ja. Gehen jetzt dann shoppen, wahrscheinlich. Also wir sind gerade, ich weiß nicht genau, wo wir sind, aber das ist so ein verlassener, alter, ehemaliger Flugplatz und das ist so nice hier. Also ich habe wirklich noch nie so was Geiles gesehen wie hier. Hey Leute, wir sind gerade beim Essen. Ja, genau. Und gestern haben wir was mit Freunden gemacht, Basketball gespielt und war total toll, ja. So, das ist das Eis für dreimal darf die raten für wessen Knie. Was ist wohl passiert? Daraus machen wir ein Quiz. Und da hinten sitzen die Boys und die Lulu. Das ist in einer Eastside Gallery at the moment. Ja, das Wetter ist nicht so nice. Aber es ist ziemlich warm und der Wind ist auch angenehm. Quiz-Auflösung. Von der Seite sieht es jetzt fett aus. Ja, voll. Boah, damn. Und hier ist voll die Delle auch drin, ne? Stand der Dinge. Lulu ist im Krankenhaus und ich fahre jetzt auf ein Adidas-Event. Wir müssen noch ca. 2 Stunden warten. Ich hoffe, es ist nicht so schlimm und ich hoffe, sie muss nicht so lange warten. Hey Leute, ich bin gerade im Krankenhaus seit 3,5 Stunden, weil ich bin von so einem E-Roller runtergefallen. Bin da direkt auf mein Knie gefallen, das vor einem Jahr schon gebrochen war und jetzt wird es gerönt. Muss hier wahrscheinlich wieder 1 Stunde warten. Joa, könnte besser laufen. Also ich bin dann doch gleich dran gekommen. Und jetzt sitze ich wieder im Wartezimmer. Warte schon wieder seit einer halben Stunde. Jetzt bin ich mittlerweile schon 4 Stunden hier. Ja. Also es ist jetzt der nächste Tag im Krankenhaus. War ich dann eben ungefähr 4 oder 4,5 Stunden. Und es ist jetzt nichts Schlimmes, nur eine Prellung. War halt jetzt voll unnötig, dass ich im Krankenhaus war, weil ich mir schon dachte, dass es geprellt ist und die mir keine Krücken oder irgendwas gegeben haben. Und
Ja, deswegen war eigentlich der Tag voll für den Arsch. Jetzt müssen wir auschecken und Becky ist jetzt auch schon gefahren, weil die fährt jetzt weiter nach Köln. Ich fahre jetzt wieder heim. That's it. Also ich bin jetzt beim Hauptbahnhof, sitze an meinem Gleis, habe mir gerade noch was zu essen geholt und jetzt warte ich. Also ich sitze jetzt in München am Hauptbahnhof und warte auf meinen Zug. Ich muss jetzt 40 Minuten warten. Der Zug steht, glaube ich, schon da, aber ich bin mir nicht sicher, weil es wird auch ein anderer Zug. Und irgendwie, ja, keine Ahnung, natürlich jetzt noch hier ein bisschen, weil die Sonne scheint. Jo.